Hallo, ihr Tintenfische! Blub, 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 blub. So, ich hoffe, wir werden uns nicht verlaufen. Und vor allem habe ich auch keine Ahnung, wo uns der Weg hinführt. Ich glaube, wir waren schon mal da in der Gegend. Aber, damals haben wir so eine Schneegegend gefunden und ich muss mal gucken, ob ich nicht dann doch lieber leicht anders laufe als vorher. So, nicht unbedingt in diese Richtung, sondern vielleicht dann doch eher in diese Richtung, aber dann kommen wir ja auch wieder in die Schneegegend. So, ich hoffe, der Leuchtturm wird uns dann den Weg weisen, wenn wir zurückkommen. Das wäre schön. Hätte da oben vielleicht noch Feuer drauf machen sollen, aber naja, egal. So ein paar Netersteine oder sowas. Ist ja letzten Endes eigentlich auch Wurst. So, muss nur gucken, dass es nicht Nacht wird. Und wenn, dann werden wir uns auf... Och nö, ich will doch jetzt nicht die ganze Zeit schwimmen. Ach, Mensch. So, hätte ich doch bloß mal jetzt noch den Zombie-Mod drin, dann könnte ich ganz bequem mal irgendwo in eine Richtung fliegen, damit wir uns da auf Höhlentour auf die Suche nach einem Dungeon begeben. Aber so zieht sich das Ganze jetzt ein bisschen in Länge. Aber naja, dann gehen wir halt noch ein bisschen spazieren. Was sollet? Ob das eine gute Idee ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und, mit dieser spärlichen Musik ist das ganz schön leise geworden. Finde ich. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Ob ihr das nicht auch als wirklich sehr leise empfindet. Und ich hoffe, wir finden noch zurück. Ich hätte vorher tatsächlich noch ein Safe-Game machen sollen. Das wäre vielleicht vernünftiger gewesen. Den Leuchtturm sieht man von hier jetzt auch nicht mehr. Pass mal auf, ich setze hier mal irgendwo eine Fackel hin. Und zwar am besten da hinten auf die Inseln. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Einfach ein bisschen Wegmarkierung, ne? So wie bei Hänsel und Gretel, die Brotkrumen, dass wir wissen, wir sind hier lang gekommen. Schaden kann es ja nicht. So, einmal dahin und da. Oh, Kohle! Und da auch nochmal Kohle hätten wir vielleicht auch mitnehmen sollen. Naja. So, einfach mal zwei. Und jetzt wieder zurückpaddeln. Und da geht die Sonne unter. Das heißt, wir müssen uns bald eine Bleibe für die Nacht suchen. Und das wird gar nicht mal so unspannend. Weil ich jetzt sozusagen direkt etwas ausprobiere, was ich so noch nicht getestet habe. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück funktioniert es ja. Ich lasse mich da gerne überraschen. Scheiße. Ich bin so blöd. Ich habe das Wichtigste vergessen. Oh, ich bin so blöd. Nein. Wie kann man denn so dämlich sein? Jetzt haben wir schön Pilze mit dabei. Hier übrigens wachsen auch Pilze. Das hätte sich ja jetzt sehr angeboten. Scheiße. Wir haben nicht zufällig drei Schafe hier irgendwo. Ach, Kacke. Sonst muss ich gleich nochmal zurücklaufen. Ach, nee. Ach, Mensch. Na gut, dann laufe ich mal zurück. Dann nehme ich eine andere Richtung zum Laufen. Oh. Gib mir deine Wolle! Gib mir deine Wolle! Gib mir dein Fleisch! Ich glaube, das waren zwei Wolle, ne? Die wir jetzt haben. Eine. Was ist das denn? Ach, schwarze Wolle. Eine Wolle und eine schwarze Wolle. Also Light Grey und Black. Naja, dann Mantau. Das heißt, wir dürfen jetzt gucken, dass wir jetzt irgendwie überleben, während wir zurückschwimmen. Ach, scheiße, Mann. Habe ich das Bett vergessen? Das darf doch nicht wahr sein. Blub, 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 blub. Und außerdem ist es mir gerade ein bisschen zu still. Aber dann bitte nicht das Lied, sondern vielleicht das da. Hallo, liebe Spinne. Wie geht es dir denn an dieser Freitagnacht? Lass uns Freunde sein, lass uns nicht kämpfen, wir sind doch im Wasser. Das ist doch total gefährlich, was du hier machst. Wenn du mich hier angreifen willst. So, da hinten Spinne und Zombie, ansonsten sieht's ja clean aus.
Ach, schöne Scheiße. Skelett, naja, super. Soll ich jetzt wirklich nochmal zurück? Nee, komm. Scheiß der Hund drauf, wir werden es schon irgendwie überleben. Da sind zwei Zombies, drei Zombies sogar. Die kriegen wir auch noch irgendwie tot. Dann können wir ein bisschen Experience sammeln. Was soll's, wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal unterwegs sind. Am nächsten Tag finden wir bestimmt noch ein Schaf. Dann müssen wir jetzt nicht extra zurücklaufen deswegen, ne? Findest du doch auch, oder? Ein bejahendes Röcheln. Hä? Drei! So, dann schneiden wir ihm mal von unten die Füße auf, einfach in die Fersen schneiden, dann kann er nicht mehr laufen. So, haben wir jetzt irgendwas hier noch vergessen? Verloren? Nein. Und noch ein Zombie. Komm, was soll's? Experience. Experience the pain, my friend. Mit ihrem ewigen Abschlussröcheln immer noch mal. Ach, guck mal, Spidey. Gehen wir mal hier mal ein bisschen in ein etwas einsichtigeres Kampfgebiet. Komm schon. Für Schottland! Kommt schon. Ich lockte sie in den Hinterhalt, der nur aus mir bestand. Hua, 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 hua. Wie viel Hua ist es denn? Kennt ihr Ben Hua? Das war ein super Film. So, Schnauze jetzt, ich muss ja mal durch. Hallöchen, die Herren. Und noch ein Schlag, du bist tot. Eins, zwei und die drei. Nein! Mr. Bones! Ich habe Sie erwartet, Mr. Anderson! Drei und die vier! Kann man sich so langsam ja abzählen, wie viele Schläge man braucht? In diesem Falle vier, wenn man kein Crit-Damage macht. Eins, zwei, drei, vier! Crit-Damage! Eins, zwei, drei, vier! Bringt irgendwie auch nicht besonders viel. Huch! Ach, das war so klar, dass er mir jetzt von der Seite einen reinbrät. Ach, willst du mich verarschen? Gib mal her dein Auge. Creeperman, aus der Entfernung sind die gar nicht mal so schwer. Aber wo einer hockt... War es nur zwei Kügelchen? Ach doch, drei Kügelchen. Wo einer hockt, da ist die Chance groß, dass da vielleicht noch mehrere hinterherkommen. Creeperman! So. Nein, ich hasse... Also was ich hasse, sind Skelette. Gegen die anderen habe ich nichts, aber Skelette sind feige Viecher, weil die natürlich Fern-Damage machen. Was theoretisch ja für die Skelette eine super Sache ist. Eine Spinne, die springt wenigstens einfach beim Eingreifen. Das ist ein fairer Kampf. Aber so ein Skelett, das läuft immer weg und greift einen dann aus der Ferne an. Und dann mag man mit dem Schwert nicht mal hinterherlaufen, weil man immer der Gelackmeierte ist. Ach, gucke mal. Unsere kleinen possierlichen Freunde. So, vielen Dank. Naja, leider hat er den anderen nicht mitgenommen. So, die Spinne wartet jetzt mal ganz kurz. Ich hau mir mal gerade eben den lecker Braten in den Hals. So. Der Braten kann nicht warten. Wo ist denn hier? Na, Spinni. Dankeschön. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir natürlich auch irgendwie in die richtige Richtung gehen. Und nicht etwa vom Weg abkommen.
Sonst kommen wir irgendwann an ein Knusperhäuschen. Und dann ist natürlich alles im Arsch. Im Arsch der Hexe. Moment, das hört sich jetzt schon wieder falsch an. Ha! Ha! Hey! Ich hasse dich. Dich hasse ich nicht, denn das ist geschenkte Experience hier. Dankeschön. Ach, seufz. Skelette. Die Spinne würde ich gerne mitnehmen, aber das geht leider gerade nicht. Dann gehen wir eben hier lang. Durch den verzauberten Märchenwald. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da... Hä? Komm, dann holen wir uns mal den hier zumindest. Zack und zack und zack. Da hinten habe ich schon wieder einen Versicherungsvertreter gesehen, aber dieses Mal lasse ich den aus. Es ist ja nicht so, dass die Mangelware wären. Ach, guck mal, wie er hüpft. Hallo! Häschen in der Grube. So, vielen Dank. Die Pilze hier könnten wir theoretisch auch mitnehmen, weil wegen... Wisst ihr ja. Für den Notfall, so wie im Nether, ne? Wenn da wieder so ein Notfall ist, dann kann man sich da verköstigen. Ich hoffe nur, wir finden dann auch wieder nach Hause. So, es wird wieder Tag. Huch, ich sollte trotzdem auf das Schwert schalten, das mir bald auseinanderfällt. Hallo, Spinni! So, da sind noch ein paar kostenlose Experience Points. Ja, ist ja gut. Du stirbst schon früh genug. 1, 2, 3, 4. Schnee. Ich wollte gerade demonstrieren, wie es hier schneit im Schneegebiet, wenn es regnet. Aber wir haben die ganzen Schneekügelchen ja gar nicht mehr dabei. Aber wir haben eine Schaufel, ne? Kann ja nicht schaden, hier einfach mal ein bisschen mitzunehmen. Eisen haben wir ja dabei, da können wir uns den Spaß mal gönnen. Ach, wie schön. Ich liebe die Schneelandschaft, muss ich ja mal sagen. So, ist natürlich gerade vollkommen unnötig, was wir machen. Und wir haben ja auch noch ein paar Schneebälle da drüben. Im Strandhaus in der Kiste, das weiß ich zufällig. Aber wenn wir schon mal da sind, wer will es denn hier verkommen lassen? Wie viel haben wir denn jetzt? So, wie war denn das? War das so irgendwie, dass man die zusammensetzen konnte? Jo. So, komm, scheiß drauf. Reicht ja nun wirklich. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich... In die Richtung müssen wir, ne? Jawohl. Ach du Scheiße, ich frage mich, wie lange wir hier unterwegs sein werden. Und hier, das sieht man ganz deutlich, dass wir hier so ein altes Biom haben, weil einerseits liegt Schnee, andererseits ist das aber Sumpfgebiet. Oder sollte Sumpfgebiet sein, hat aber dann wiederum auch keine... Dinger, keine Lianen oder sowas, weil die, gibt's ja auch noch in den neuen Gebieten. Yeah, sliding! Was ich mal mache ist, ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Ach, wie schön, dass niemand weiß. Ich bin auf Kohle, tierisch heiß! Und ich glaube, wir müssen uns bald neue Werkzeuge machen, wenn das weiter so geht. Und da ist ja auch ein bisschen Eisen. Das können wir natürlich auch mitnehmen. Das hat ja noch niemandem geschadet. Oh, ich meine natürlich, da ist Silber. Entschuldigung, da habe ich mich wohl versprochen. So, einfach mal hier ein bisschen abbauen. Und das geht dann schon. La 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 la